Hallo ihr Lieben, was geht ab? Seid ganz herzlich willkommen zu einer Runde Teamfight Tactics. Ich habe letzte Woche schon erzählt, einmal pro Woche würde ich gerne ein TFT-Game. Kriege ich das BF-Schwert? Oh, er hat das. Sehr, sehr, sehr gut. Ich habe das BF-Schwert. Warum habe ich kein Avatar drin? Egal. Einmal pro Woche wird es ein Teamfight Tactics Gameplay geben. Also nicht verzagen. Es gibt 7 Tage in der Woche, 6 Tage davon wird kein TFT gespielt. Aber jetzt, für diese Woche, ist es wieder TFT-Zeit. Und ich möchte gerne die einzelnen Games pro Woche nutzen, um auch zu gucken, wie sich die Meta verändert hat. Jetzt kommt dieses Video leider Mittwoch raus und Patch Notes bzw. TFT-Patches kommen irgendwie zwischen Mittwochabend und Donnerstagnacht. Und das wiederum bedeutet, was haben wir bekommen? Double Neko's Help. Ah, es ist ein Neko Universe. Und das wiederum bedeutet, dass es sein kann, dass sich morgen oder übermorgen ein bisschen was in der Meta changed. Aber jetzt aktuell gibt es 3 Kombos, die so ziemlich alles mit wegrasieren können. Das ist zum einen Cybernetic, eigentlich immer schon geil. Kaufen, 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 stellen. Ich könnte jetzt eine der besten Comps spielen. Ich weiß nicht, habe ich die schon auf YouTube hochgeladen? Ich weiß es nicht. Das wäre jetzt die Sorg Riven Carry Comp. Genau, weil Cybernetic ist unter den besten Comps. Dann Sorg Riven Comp ist unter den besten. Und Brawler Blaster. Mit 4 Brawlern, 2 Blastern. Da hast du noch 2 Mystica drin. Lulu Jinx kannst du alle reinpacken. Das sind die 3 besten Comps momentan. Letzte Woche habe ich ja noch gepostet, die beste Comp sei Astro Sniper. Ist nicht mehr der Fall, aber Astro Sniper wurde echt ziemlich hart tot genervt. Mir hat so viel Spaß gemacht. Ich bin froh, dass ich dazu noch ein Video geschafft habe aufzunehmen. Dann probieren wir es mal. Wenn wir schon Poppy Level 2 bekommen, ich glaube, wir probieren es mal über Poppy die Sorgs zu spielen. Das heißt Vanguards, Zauberer und Chrono. Das sind die 3 Sachen, die interessant sind. Chrono wegen Twisted Fate. Ja, brauchen wir Rebell, brauchen wir Brawler, Battlecast. Von den Items her ist es perfekt. Oh, ist schon wieder Karma, dann nehmen wir mal Xayah Carry mit KP. Wenn jetzt hier zum Beispiel eine Syndra gewesen wäre, direkt Double Neko Save. Da ist der Twisted Fate. Das bedeutet, wir haben die Möglichkeit, Karma zu verkaufen, auf Level 4 zu gehen, 2 Sorgs zu spielen. 2 Vanguards. Und jetzt ist nämlich noch die Überlegung, ob man so macht. Ich glaube, Chrono ist besser als Vanguard, vor allem weil Shen selber auch ein guter Tank ist. Mein Lieblingspositioning ist so, denn wenn der einen Blitzschrank hat, links oder rechts, zieht er die Seiten raus und die Carries sind erstmal unangetastet. Genau. Haben wir ein bisschen früher investiert, aber hoffentlich können wir damit ein bisschen spielen. Und siegen. Das Ganze funktioniert folgendermaßen. Ihr braucht einfach nur 6 Zauberer inklusive Twisted Fate und Riven. Riven bekommt dann 3 fette Items, und zwar ist das einmal Rabadons. Ich werde verlieren, weil der Master Yi sich einfach verdammt gegenhält und Twisted Fate nicht so gut Fokus. Vielleicht gar nicht so schlecht, dann kommen wir an unsere Key-Items. Ihr braucht Rabadons, haben wir schon halb fertig. Ihr braucht ein GA, haben wir schon fast fertig, und ein QSS. Also die 3 Item-Komponenten, die wir haben, sind optimal für Riven. Wir wollen spätestens bei Stage 4, 3, Level 8 sein. Das ist unser Go-To. Vielleicht Poppy 3, I don't know. Blitzcrank over Shen? Blitzcrank ist ziemlich busted, ne? Probieren wir es mal so aus. Blitzcrank over Shen. Dann wird Poppy den auch hinten fokussen, wenn die hier steht. Das ist gut eigentlich. Dann verkaufe ich Shen. Blitzcrank ist cooler. Wayne Z, brauchen wir die? Nein. Jetzt können wir überlegen, ob wir Zinsen machen können. So. Theoretisch brauchen wir nur Zoe Poppy. Wir könnten also 1, 2, 3, 4, 5 verkaufen. Das reicht nicht. Und das ist übrigens auch ein Counterpart, der versucht auch Frontkämpfer-Zauberer zu spielen. Und auch Poppy 2, Zoe 2, Double Träne. Dann hoffen wir mal, dass wir hinten raus die Riven picken. Wer zuerst Riven hat, gewinnt eigentlich, weil
Wenn du Riven hast, direkt Double Necros Help drauf. Zoe 2 haben wir auch. Wir hätten jetzt noch ein Fronti. Wir wollen aber eigentlich Ahri, Syndra. Ahri und Syndra wären top. Caitlyn, auch wenn sie fast Level 2 ist, kommt hier mal raus. Und Leona auch. Da haben wir jetzt ein Zoe-Upgrade noch mit drin. Was wir hätten machen können die ganze Zeit, ist schon Poppy ein Stab. Ich glaube, es hätte nicht viel ausgemacht. Guckt euch bitte die Items auf dem Six an. Will er mir irgendwas sagen? Will er mir irgendwas sagen? Ich glaube, er ist mit einem Rebell vielleicht für Gangplank oder so, aber... Holy shit, sind die alle stark gerade. Und das Traurige ist, wir haben ja sogar investiert am Anfang. Trotzdem 3 Losing Streak. Wir kommen zuerst raus, wir brauchen eine Rüstung. Ja, in dem Fall ist nur eine Rüstung gut. Astro oder Ezreal? Ja. Okay, wir haben zumindest schon mal unser GA fertig. Jetzt brauchen wir nur noch einen Handschuh für die QSS und ein... Rabadons wäre jetzt das nächstwichtigste, würde ich behaupten. Wir müssen gucken, dass wir da rankommen. Ein bisschen schade ist es, dass wir jetzt erst da raus dürfen und es fast nur dieselben Items gibt. Das sind zum Beispiel solche Runden, die da profitieren dann die Erstplatzierten von. Leider kein Zauberer. Und hieraus können wir erstmal nicht viel machen. Poppy ist ein super Itemträger, so lange bevor ihr Riven habt. Ihr könnt Rabadons J Easy Poppy geben, das ist wirklich super effektiv. Ja, aber wie es aussieht, wir sparen weiter. Ich finde es gar nicht so schlimm, wenn man die ersten Ründchen verliert. 5er Winning Streak aufzubauen ist auch ganz nice. Generell eine Streak halten, es hat eigentlich Priorität. Aber sollten wir jetzt anfangen zu gewinnen, wäre es mir auch recht. Der 20 Gold, der 20 Gold, 10, 0, 10, 20. Wir sind also zumindest goldtechnisch im oberen Bereich. Ja, ziemlich viele Rüstungen. Brumble West und noch eine Rüstung auf Ezreal. Jetzt ist der Malphite down. Nicht schlecht, nicht schlecht. Ich glaube, ich packe ihn. Nein! Was ist für ein Fokus, oder? Okay, never mind. Ja, TFT kann durchaus spannend sein. Da ist die. Da ist die Syndra. Ja, jetzt können wir überlegen: Lohnt es sich vielleicht eine Streak aufzubauen? Early 5 zu hitten? Weiter zu sparen? Ah! Wir würden Chrono opfern. Star Guardian. Dann ist es wahrscheinlich echt besser, so zu spielen für eine Runde. Ich habe jetzt mal nicht investiert. Okay, der hat schon investiert. Aber der Fokus relativ zuverlässig. Poppy. Wenn Syndra dreimal zaubern kann, besteht Hoffnung. Sie schafft nur 2 Casts. Schade. Und der Fokus ist hier auch ein bisschen krumm. Holy shit! Ein Early Victor! Wo sind wir denn hier gelandet? 4 Zauberer, 3 Star Guardian. Let's go! Und wir haben 3 Level 2er. Das ist super! Bisschen schade, dass wir, wie gesagt, ein Game gewonnen haben. Weil sonst hätten wir jetzt die perfekte 5er-Streak und hätten von hier aus jetzt, könnten man gut turnen. Auf 6 würden wir Wukong reinnehmen aktuell. Ja, das heißt Blitzcrank brauchen wir nicht, aber wir gucken mal, ob wir noch Gold bekommen. Oh, warte mal, wir könnten auch... Rüstung hatten wir schon, Feels Bad.
Irelia und Gnar. Schade, wir brauchen... Wait a sec. Double Necros Help of Victor? Nee. Man könnte Brawler Chrono mit reinnehmen. Nee, geht auch nicht. Nee. Schwierig. Ich habe nur einen Red Buff über aktuell. Red Buff Victor. Eigentlich dann lieber Morellos. Ärgerlich. Ist irgendwie nichts Ganzes, nichts Halbes. Nee, reicht immer noch nicht. Okay, wir losen weiter. Drückt mir die Daumen. Da ist noch ein Sorg. Wir brauchen Ari. Wir brauchen Annie, solange wir kein Xerath haben. Neko 2 finde ich jetzt nicht unbedingt besser. Die finde ich jetzt nicht unbedingt besser. Poppy. Der Erstplatzierte spielt meine Comp. Mit 100 Leben, nicht schlecht. Sonst sehe ich gerade keinen Zauber. Ja, nur der Erstplatzierte mit einer Streak. Ja, das ist ja 6 auf 30 Gold. Da ist er. Jetzt müssen wir ausgerechnet gegen ihn spielen. Er hat genau dieselben Level 2 wie ich. Er hat auch genau diese. Er hat Vanguards mehr, dafür habe ich Victor. Ah, oh, Victor hat schlecht gezaubert. Ah, oh, Victor hat schlecht gehittet. Der Victor hätte mindestens noch durch Twisted Fate und Syndra fahren müssen. Dadurch, dass er Early Level 6 ist. So, können wir jetzt auch 6 machen? 1, 2, 3. Chrono Battlecast Vanguard. Na gut. Oh, nicht, dass die Leona da jetzt in der Ecke stecken bleibt. Wenn ich gewinne, verkaufe ich die 4. Leona! Nein, was habe ich getan? Victor Laser. Wenigstens ist da schon mal sehr gut was durch. Ja, ich gewinne. Okay. Bestes Positioning. Schöner Victor Laser. Jetzt sind wir Level 6 und jetzt brauchen wir Riven. Wir brauchen Riven. Was habe ich gesagt? Stage 4-3 müssen wir hoch, ne? Boah, schon wieder so Crap-Items. Das kann nicht sein. Kein Handschuh und kein... Das Riven, at least. Oh, da ist eine Riven mit BF. I mean, okay, I take it. Geil, dann können wir das GA auf Poppy sogar wem anders geben erstmal. Vielleicht dem Victor. Und wir haben ja noch ein GA rumliegen gehabt. Oh, wir haben es geschafft. Wir haben es einfach geschafft. Wir haben jetzt schon unsere Riven. Double Nick. Chat, könnte es das Comeback werden? Drückt mir die Daumen. Einer der drei besten Comps momentan. 6 Zaubermeister über Riven Carry. Oh, und Victor. Ich denke, Riven ist zu contested. Ich verbessere Riven direkt auf 2. Müsste okay gewesen sein. Jetzt bin ich gespannt. Viele machen den Fehler, gerade bei Double Necros Runden, dass sie einfach viel zu lange ihre Double Necros behalten. Das habe ich jetzt auch gelernt. Ich habe jetzt relativ früh meine Riven bekommen, glücklicherweise aus dem Kreis. Victor auch schon fast Level 2.
Und spätestens jetzt, sobald wir Rabadons haben, müssen wir winstreaken. Mehr brauchen wir nicht. Wir brauchen nur noch auf 7 und 8 zwei Zauberer. Und Poppy wird noch ausgetauscht durch Jenna. Oder ein Battlecast, je nachdem, was man findet. Zauberer nehmen wir alle mit. Den Rest brauchen wir nicht. Leveln weiter. Die epischen nehme ich auch mit. Was hat er? Er hat eine Riven. Er hat auch Double Negros, aber er hat die Riven mit Trainer. Wieso hat er Riven mit Trainer? Die Items, die er hat, sind eigentlich für Victor gedacht. Wieso hat er Jace? 4 Sword, 3 Starts bei Chrono. Und dasselbe wie ich, aber sieht schlechter aus. Ach, der hat noch gar keinen Victor. Der sammelt Poppy! 3 oder was? Schöne Zoe Bubble. Das Geile an Riven ist, warum man sie so entdeckt hat in der Sword Comp. Hier gibt es ja Rabadons. Sie zaubert relativ schnell, weil sie nur 25 Mana braucht. Und sie bekommt jedes Mal ein Schild und hat fetten AOE-Schaden. Also, du brauchst nur Riven als Tank. Wir verkaufen Poppy später noch. Es reicht, wenn du Riven mit GA Rabadons hast. Die tankt dir alles weg. Ja, wir könnten einen von denen verkaufen. Ja. Um schon mal ein Level höher zu gehen. Noch ein Victor, ist auch erstmal egal. Jetzt würde ich gerne... Oh, ich habe noch keine Ari bekommen. Wenn ich jetzt Ari hätte, würde ich direkt Poppy verkaufen für 6 Sorgs. Weil Riven profitiert... Alle profitieren von 6 Zauberern. All Allies. Noch eine Neko's Help, was? Victor will, er will ja gar nicht. Victor kommt doch so. Was? Das zweite Teil dieses Spiels baut sich ziemlich gut für uns auf. Bei Stage 4-3 soll man auf Level 8 gehen, laut der kommt spätestens und dann alles verrollen. Aber irgendwie geht es uns gerade so gut, dass ich noch nicht so einen starken Drang zu habe. Machen wir Fizz rein, der profitiert auch ein bisschen davon. Item-technisch, verdammt. Item-technisch, Shojins, nee. Immer noch kein Rabadons oder eine QSS. Morellos und Träne würde ich gerne aufheben für Victor. Das Coole an dieser Comp ist, ihr braucht auch nichts auf Level 3 haben. Also im Prinzip, wir haben jetzt schon unsere epischen auf 2. Ich glaube, Neko's Help hebe ich mir auch für Xerath. Ihr braucht auch nicht unbedingt Xerath, weil es gibt 7 Zauberer. Also uns geht es eigentlich gerade sehr gut. Der hat noch sein Neko's Help nicht eingesetzt. Jace, den brauche ich nichts von. Wobei, wenn ich den rauspacke, Battlecast. Ja, Battlecast brauche ich dann. Der Fisch hat 1200 Damage gemacht. Battlecast bringt mir... Ich glaube, fast der Fisch ist stärker als Battlecast. Oder genau, wer macht mehr Damage? 600? Fisch macht ziemlich viel Damage. Was hat der? Auch eine Mischung aus Poppies und allem. Infiltrator Wukong! Er bleibt auf seiner Streak. Level 57 Gold. Wir haben ihn im Auge. Das Problem ist, dass er noch so viel Leben hat. Der Einzige, der ihn wahrscheinlich knacken kann, bin ich. Jinx kaufen wir auf jeden Fall weg. Und wir leveln. Das wäre jetzt der Moment, wo wir hochleveln. Macht er es. Er hat ein bisschen gerollt. Jetzt packt der Sword Gang. Ah, Gameplan Carry. Sindrat 2, Ari. Double Nekos auf Gangplank vielleicht und dann Items auf GP. Yes, ich muss gegen ihn und er hat seinen Nekos noch nicht eingesetzt. Ich bin der Einzige, der ihn knacken kann. Und ich werde, wobei, oh. Ich will nicht zu laut sein, weil seine Sindra ist krass. Seine Sindra wurde gebabbelt. Good job, Zoe. Good job. Victor, sogar der Fist, ne? Level 1 Fist, 2000 Damage. Wir haben noch nicht mal 6 Sorgs.
Ganz, ganz, ganz wichtig ist jetzt Rabadons. Rabadons Over-QSS. Wir brauchen AP. AP, Handschuh, Träne. Träne war auch gut für Viktor. Xerath. Es gibt einen Xerath mit Stab. Hier haben wir AP, Handschuh, Viktor, Träne. Ich denke, Träne ist wichtig. Giants Belt habe ich. Ja, mein, am liebsten will ich den Xerath, wenn ich den bekomme. I mean, ich kriege ihn. Geiler Shit. Geiler Shit. Dann muss ich fast... Das Problem ist, ich krieg den AP-Stab nicht runter. Aber wir können noch warten. Vielleicht gibt es eine Burung, vielleicht gibt es eine Rageblade. Auf jeden Fall können wir Xerath erstmal reintun. Jetzt auf Level 8 gehen, haben wir 6 Sorgt sogar. Wir haben aber keine Star Guardians, weil wir noch keine Ari haben. So. 6 Sorgs sind trotzdem da und... Das ist auch okay. Annie kann hier erstmal weg. Xerath kann hier in die Ecke dann. Zoe kann hier in die Ecke. Ja. Oh, warte mal. Wir können ja sogar hier noch was verkaufen und immer noch bei 50 Gold stehen. Wunderbar. Und jetzt können wir slow rollen. Jetzt können wir slow rollen. Wenn es uns richtig gut geht, können wir sogar noch auf Level 9. Vielleicht schaffen wir das sogar. Wir müssen nur 2 Runden überleben, dann kommt das Minion Camp. Oh mein Gott, hat der gut angefangen. Ach du Jemine, hat der stark angefangen. Erst die Ezreal Ult. Die Ezreal Ult von ihm hat alle meine Zauberer blockiert. Dann kam Gnar, hat Viktor, bevor er zaubern konnte, umgeschmissen. Ja, und Jinx hat sich ausgeklappt. Viel sad. Jetzt hat er seine Necro-Sap eingesetzt. Tatsächlich sogar echt auf. Muss ich tauschen? Ja, jetzt tauscht er so. Er macht dieses Feld hier frei. Da muss ich einfach nur so machen. Das war jetzt echt ziemlich krass, dass wir verloren haben. Das war. Muss man echt aufpassen vor Gnas. Auch der sieht gar nicht ungefährlich aus, weil der hat schon sein gesamtes Gold investiert und auch seine gesamten Gegenstände. Trotzdem haben wir den gekriegt, sehr gut. Was habe ich euch gesagt? Brawler Blaster, Sorgs und Cybernetic, das sind die besten Comps. Auch hier zeigt. Ich könnte echt auf 9 gehen. Oder slow roll ich jetzt erstmal die Sachen auf 2. Weil ich brauche eigentlich nur Xerath. Jenna. Das sind Legendaries. Das heißt, Level 9 wäre eigentlich besser. Er hat auch alles investiert jetzt. Vor den Minions. Okay. Gucken, ob die Strategie aufgeht. Mit Träne. Spatula! Okay, Star Guardian. Star Guardian Riven ist eigentlich ziemlich witzig. Vielleicht kriegen wir 6 Star Guardians hin. Jenna ist ein Star Guardian. Ahri. Und dann noch Jenna. Da wir eh nicht auf die passenden Items gekommen sind. Riven zum Star Guardian. Man kann es auch hier Viktor geben. Ist auch sehr gut. Das ist ein bisschen eigene Prio. Hier kann ich eigentlich nur Morellos machen. Hier kann ich nur... Ah, shit. Gunblade? Oh, Gunblade. Und Riven geben wir noch die Double Magie-Resistenz. Dann hat die aber keine AP. Egal. Und wie gesagt, wir gehen auf Level 9. Da ist auch wieder ein Gnar. Ich sehe immer wieder die Gnars, wie gefährlich die werden. Aber die Riven! Kann sie es machen? Stargard, die Riven! Master Yi wird eng. Master Yi wird sehr eng. Ja, ja, doch. Doch, doch, doch. Noch einmal den Zack, Zack und jetzt. Sehr gut, Riven. Der Erstplatzierte hat verloren. Gegen Brawler Blaster. Das wird auch der schwerste, der zweitplatzierte Brawler Blaster. Wir halten ihn im Hinterkopf. Was braucht er denn noch? Er braucht noch Gnar 2. Jetzt nicht mehr.
Ich brauche der noch Victor 2, Riven 2. Er rollt und rollt und rollt. Ich will eigentlich die beiden Items sowohl Gunblade als auch GA Xerath geben. Der hat fiese Level 3er. Wir haben. Oh, wow, 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 wow. Wir haben zwei Master Yi Carries im Haus. Einmal noch Riven. Okay, Irelia. Der wird auch noch stark. Der mit 4 HP, 6 Blade Master. Der hat sich gehalten. Slagside. 39 HP. Ich habe keinen Battlecast. Ich habe keine Darkstar-Möglichkeit. Vanguards. Ich glaube, die Leute müssen sich ein bisschen mehr scheren um Riven. Oh, oh. Da ist mein Counterpart. Jetzt bin ich sehr gespannt. Das Gute ist Gangplank. Ich hoffe, er zaubert hier oben links in die Ecke. Alto Belli, ey. Das ist das, was ich meine, ne? Bei 6 Zaubermeistern passiert manchmal richtig crazy stuff. Und sein Gangplank hat... Meine Victor ist nach vorne gelaufen in seinen Gangplank rein. Ich hab's genau gesehen. Ich brauche eigentlich nichts außer den Crit-Handschuh. Fuck. Dann würde ich echt sagen, ich nehme Six. Weil vielleicht hat ihm genau das... Er braucht noch Victor. Ja, ich nehme jetzt auch das Six mit. Attack Speed für alle hinten ist gut. Jetzt gehen wir dann unserem Victor, I guess. Annie muss noch mit Ahri ersetzt werden. Ich hätte gerne Jenna und Ahri. Ahri für den und Jenna für den. Dann hätten wir 6 Stargard und 6 Sorg. Das könnte mit Riven sehr geil kommen. Oh, Brawler Blaster. Xerath! Yes! Sehr, sehr, sehr gut. Jetzt können wir slow rollen sogar noch, bis wir einmal verlieren. Sobald wir einmal verlieren, würde ich sagen All-In. Oder nach Kane All-In. Gut. Man könnte jetzt auch statt Mystiker den Battlecast mitnehmen. Und Fizz eigentlich auch. Oh Gott, Fizz und Echo, die sind beide stark. Eieiei, ich hab einen Plan. Erstmal Xerath 2. Die sind alle interessant. Die ist eigentlich nicht interessant. Die Frage ist, ob ich noch eine Ahri bekomme. So, eine Lulu. Ah, jetzt haben wir den Level 2 Xerath. Er räumt auf. Mit Gunblade heilt er sich noch gegen. Ein Locket, auch gut, auch gut. Mit dem Locket sind wir hier nochmal geschützt, ne Ringe. Was hat denn der? Worauf geht denn der jetzt noch? Er geht weder auf 9, er hat einfach GP Carry. Problem ist, das wird auch noch funktionieren, ey, wahrscheinlich. Victor 3, is it a thing? Der Plan ist Lulu Soraka raus. Ja, Lulu Soraka müssen raus, die sind eigentlich gar nicht gut gerade. Aber was, wenn Jenna kommt?
Was, wenn die Jenna kommt? Das Coole ist, Locket bringt auch ein bisschen AP und Survivability. So krass ist Victor wenigstens einmal. Syndra, sehr gut. Und jetzt ist der Moment, wo wir rollen. Den nehmen wir mit. Nehmen wir mal mit. Ahri! Wo ist die Jenna? Keine Jenna. Victor Level 3. Is it a thing? Oh, stark. Das war der Erstplatzierte. Diesmal haben wir ihn. Die Überlegung ist eigentlich, Fizz Level 2, gerade mit 6 Sorg. Man darf den nicht unterschätzen, der haut übel rein. Ja, den haben wir jetzt auch noch, dann machen wir das. Dann lieber zwei Infiltrator mit 6 Zorg. Equal, die sind so krass stark hier. Die stärksten packen wir so. Ja. Mit Echo und Fist 2 ist eigentlich besiegelt. Denke ich. Ansonsten mit Jenna könnte man Battlecast Urgot 2 spielen. 6 Star Guardian brauche ich nicht. Es sind nur 15 Mana mehr. Ja, ich. Wie oft hat sein Echo bitte gezaubert? Alter! Nicht schlecht, Dude. Nicht schlecht. Ich könnte bei Urgots eventuell verkaufen. Was haben wir denn? Top 3. 6 Infiltrator hat er. Das ist der Echo-Spieler, den wir gerade besiegt. Wow. Krass, sein Echo sieht echt brutal aus. Das heißt, der Brawler Blast ist raus. Wir haben 6 Sorgs gegen 6 Sorgs. Was hat er jetzt noch gefunden? Er spart wieder hoch. Er will auf Level 9. Was wir machen will, weiß ich nicht. Das Problem ist, Gangplank ist relativ mittig. Das heißt, beide kein GP. Beide kein Blitzcrank, meine ich. Ah, er hat einen Zephyrs! Okay, das war my bad. Und sein Echo eskaliert. Alto Belly, 6 Infiltrator Echo. Aber meine Riven ist zu tanky, was? Alto Belly. Spannend. Er ist raus. Und er hat auch schon knapp gegen mich verloren. 1 gegen 1. Was brauchen wir noch? Brumble West, nein. Morellos, ja. QSS, wunderschön. Aber wir nehmen das Morellos. GG. Brauchen das Morellos. Er hat auch ein Zephyrs in der Ecke auf Victor, okay. Sein Thresh hat sich verbessert, ist okay. Morellos gehört auch auf Victor. Haben wir Double Morellos oder auf auf Echo. Gehen wir Morellos auf Echo. Der wird auf jeden Fall safe einmal casten. Fistor ganz nach links. Echo steht da gut. Victor kann hier. Die muss ich tauschen. Ich glaube, das ist jetzt dann unser Win. Ohne investiert zu haben. Mit 70 Gold. Er hat 30 Leben. Also ganzer Win ist es noch nicht. Ahri wird gesäfiert. Fizz hat die perfekte Position. Wird nicht von Gangplank getroffen. Da kommt die Fizz Ult und wutz. Und da ist mein Echo. Fisch, guck mal, Fisch, 5000, der meiste Schaden kommt vom Fizz und er gehört nicht mehr in die Com. Das ist das Krasse mit 6 Sorg, ihr könnt alles spielen, wir können sogar den Gangplank eigentlich, wir können selber Gangplank spielen. Warum nicht? Normalerweise Urgottzeit, wir könnten den Star Guardian rausnehmen, nur kein Sorg. Normalerweise spielt man auch gerne so, mit Battlecast, weil Urgott ist auch toll. Ich kann eigentlich gar nichts mehr machen, ne? Wie kriege ich jetzt Urgott rein?
gar nicht. Wenn ich Jenna bekommen würde, könnte man überlegen, ob Jenna Urgott besser ist oder für... Chat, schreibt mir in die Kommentare, was ist besser? Level 2 Urgott und Level 2 Jenna? Oder Level 2 Fizz und Level 2 Echo? Gunblade? So close. Oh mein Gott, war das knapp. Er muss irgendwie ein starkes gesäfiert haben. Ehrlich gesagt wundert es mich sowieso komplett. Come on, da ist die Jenna. Da ist nämlich jetzt die Jenna und jetzt wird's spannend. Lulu, Gna, Soraka, Lulu, Jinx, Riven, Echo, Victor. Ah, jetzt haben wir zwei Victor 2. Auch gut. Ist unsere Syndra schon? Ja, unsere Syndra ist schon auf. 2. Boah, Fisch oder Victor 3. Das muss schnell gehen. Fisch. Double Urgott. Jenna. Urgott. Nein. Fisch. Ah! Noch ein Victor. What is happening? Das ist die letzte Runde, wir haben es nicht mehr geschafft. Ein Fisch! Ein Fisch wäre es gewesen für Level 3. Eine Jennats. Victor auch kurz vor 3. Ein bisschen schade, ne? Aber wir gewinnen. Wir gewinnen! Haha! Danke für eure Zeit. Schreibt mir in die Kommentare, wie wäre es besser gewesen. Echo oder Fizz oder Jenna Level 2 und Urgott 2. Liebe geht raus, haut rein. Danke für eure Zeit. Macht's gut.